7. August 2020. Ich spreche live am Telefon mit einer Aktivistin, die sich jetzt gerade am Hafen in Köln befindet, im Godorfer Hafen. Das ist der Hafen, der die Waren, die in der Shell-Raffinerie produziert werden, ausliefert. Was ist der Anlass für eure Hafenblockade in Köln? Wir blockieren die Auslieferung der Produkte von Shell, von der Shell-Raffinerie. Und Shell ist einer der mächtigsten Erdölkonzerne. Und diese Erdölkonzerne in generell, nicht nur Shell, beuten weltweit die Natur aus und verschmutzen die Umwelt, zerstören Lebensgrundlagen von Menschen. Und es kommt auch bei der Förderung ständig zu Katastrophen. Und die Umwelt spielt gar keine große Rolle und soziale Aspekte, sondern eine Rolle spielt der Profit und das Geld, was erwirtschaftet wird. Deshalb wollen wir mit der Blockade ein Zeichen setzen gegen diese Ausbeutung. Die nennen wir auch oft neokoloniale Ausbeutung. Gegen die Umweltverschmutzung und hier im Speziellen dafür, dass die Raffinerie von Shell hier geschlossen wird. Und wo befindest du dich jetzt gerade in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen? Ich sitze in einer Hängematte, die an einer Traverse über der Hafeneinfahrt hängt. Eine Traverse ist ein 80 Meter, also in unserem Fall ein 80 Meter langes Seil, was wir über die Hafeneinfahrt gespannt haben, damit die Schiffe nicht mehr rein und rausfahren können. Und unter mir im Hafenbecken befinden sich 8 Kajaks, wo weitere Aktivisten drin sitzen, mit Transparenten und Fahnen, um die Schiffe zu blockieren. Mit einem der 8 Aktivisten, die die Schiffe blockieren und direkt in den Kajak sitzen, würde ich gerne gleich sprechen. Zuvor noch eine Frage an dich. Weißt du bereits von Reaktionen? Hat der Mineralölkonzern Shell bereits reagiert? Der ist noch nicht auf uns zugegangen. Wir hatten bis jetzt nur Kontakt mit der Polizei, die uns sagen wollte, das wird sehr teuer, wollen wir nicht lieber gehen. Aber darum geht es uns nicht. Es gibt viel wichtigere Sachen als die Kosten, die das verursacht für uns. Und ich würde jetzt mal spekulieren, dass die Folgekosten der geschäftlichen Aktivitäten dieses Konzerns eventuell auch hoch sein könnten. Die Kosten für die Umwelt, wenn man das auch aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit betrachtet. Höher auf jeden Fall, unmessbar vielleicht auch. Ja, ist es möglich, dass ich mal weitergereicht werde zu jemanden in den Kajaks, die direkt im Wasser blockieren? Ja, ich tue das Handy in eine Tüte und lasse es an einem Seil runter. Okay. Ich bleib einfach dran. Lass das Handy einfach an, ja? Ja. Ich gebe hier ein Handy runter, da ist noch ein Mensch in der Leitung. Ich lasse das an. Das ist ein Blogger, von dem ich eben erzählt habe. Ja, da sind also Menschen jetzt gerade auf Kajaks im Wasser des Godorfer Hafens, so heißt der Hafen, über den dieser Mineralölkonzern Shell die in seiner Raffinerie hergestellten Waren ausliefert. Die Anlieferung erfolgt übrigens über eine Pipeline, nicht über den Hafen, aber die Auslieferung erfolgt über den Hafen. Und deshalb haben diese Umweltaktivisten, die für Nachhaltigkeit sich engagieren, sich dazu entschlossen, heute Morgen die Hafeneinfahrt des Kölner Godorfer Hafens zu blockieren. Die Polizei ist vor Ort und wirkt auf die Aktivisten ein, die Blockade aufzulösen. Weitere polizeiliche Maßnahmen sind noch nicht bekannt. Das Ganze ist recht frisch, hat gerade am frühen Morgen erst begonnen. Und jetzt werde ich weitergeleitet zu einem Aktivisten direkt auf dem Wasser, in einem Kajak mit Transparenten. Ich werde als erstes mal fragen, was auf den Transparenten steht. Und es dauert ein bisschen, weil tatsächlich das Handy, über das ich gerade mit einer der Aktivisten gesprochen habe, wie bereits beschrieben, in einer Plastiktüte verschlossen zum Wasser gelassen wird. Oder ist schon jemand am Apparat? Wir sind schon da, wir hören dich. Achso, ihr hört mich schon. Okay, dann
Was steht auf euren Transparenten, die ihr direkt in den Kajaks, von den Kajaks aus zeigt? Ja, wir haben ein großes Schwimmtranspi, da steht drauf End Colonialism Now, Colonialism mit so CO2 als Colonialism. Dann haben wir alle so noch Fähnchen dabei, die zeigen eher Symbole, Hände, die Bohrtürme zerschlagen, durchgestrichene Ölfässer, durchgestrichene Pipelines, End Fossil Fuels. Und dann haben wir noch eins an der Hafenmauer stehen, da steht drauf, Zerstörung und Ausbeutung beenden, Erdölindustrie entmachten. Ja, das sind wirklich sehr prägnante Forderungen und Aussagen. Auch der Zusammenhang zwischen Kolonialismus bzw. Neokolonialismus und Umweltverschmutzung bzw. Umweltzerstörung finde ich sehr interessant. Ist es möglich, dazu noch mehr von euch zu erfahren? Bei der Förderung von Erdöl, aber auch bei anderen fossilen Brennstoffen, die benutzt werden, entstehen ja die wirklich schweren Folgen, nicht an dem Endziel hier in der Raffinerie, sondern bei der Förderung, wo Menschen und andere Lebewesen vertrieben werden, ermordet werden, Widerstände zerschlagen werden. Hier passieren auch immer wieder mal Geschehen, zuletzt vor wenigen Wochen, dass Erdöllecks auslaufen und dieses ganze Erdöl oder Raffinerie-Endprodukte wie Kerosin, Benzin in den Boden gelangen. Das Ganze ist noch viel gravierender an den Orten, wo das Erdöl selbst gefördert wird, wo... Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre sehr aufmerksam zu. An Orten, wo Erdöl gefördert wird, beispielsweise wenn in der Antarktis gebohrt wird, so ein Leck, was dort entsteht, das ist nicht mehr kontrollierbar. Wird denn ein mächtiger Mineralölkonzern wie Shell, der also auch hochprofitabel für seine Aktionäre arbeitet, Dividenden ausgibt, wird der seiner gesellschaftlichen, seiner sozialen und seiner umweltschützenden Verantwortung gerecht, deiner Meinung nach? Die Frage ist, kann so ein Konzern überhaupt seiner Verantwortung gerecht werden? Und ich sage, das geht gar nicht. Hier geht's ums Business, hier geht's ums Geschäfte machen. Soziale Verantwortung wird dann übernommen, wenn sich soziale Verantwortung verkauft.